Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum WB-Gespräch, einem aktuellen Monatsinterview vom Willisauer Bott. Am nächsten Sonntag ist es soweit. Das erste Kerzchen vom Adventskranz können wir anzünden, das erste Türchen geht auf. Es wird allerdings wahrscheinlich eine spezielle, andere Adventszeit geben, dieses Jahr, mitten in der Pandemie, mit vielen Einschränkungen, mit Anlässen vertrauten, die halt nicht stattfinden. Dafür vielleicht ein bisschen mehr Zeit für nachdenkliche, besinnliche Momente. Darüber möchte ich mich unterhalten heute mit meinem Gast, mit der Dagmarseller Theologin und Seelsorgerin Katharina Jost, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Grüezi miteinander, danke für die Einladung. Gern geschehen, Frau Jost. Der Werbespot für die Advents- und Weihnachtszeit pünktlich auf den 1. November sind Sie gestartet. Ist zu befürchten, dass trotz Pandemie der Advent auch dieses Jahr mehr zum Event wird? Ja, ich glaube, nicht erst dieses Jahr ist der Advent noch ganz anders und noch viel mehr als das, was in den Werbespot so gezeigt wird. Natürlich stimmt es aber, dass dieses Jahr eben, das glaube ich, eben nicht wie der Werbespot, nicht so viele Events sind, was immer man auch unter Event eben versteht, wenn man es darunter versteht, so Grossanlässe, wo man hingeht, wo man sich sieht, wo man sich trifft, wie zum Beispiel der Klaus-Einzug oder der Christkindli-Märt. Ja, das glaube ich, das ist nicht und ich gebe ehrlich zu, das wird auch mir fehlen. Mir wird es fehlen, die Reichler zu hören. Das ist für mich eigentlich so der Start immer in Advent. So der, also etwas ganz Archaisches, wenn die Reichler anfangen zu läuten. Und das wird mir, ich glaube, das ist das Erste, was mir extrem wird fehlen. Es wird mir auch fehlen, das gemeinsame Stillenacht in der vollen Kirche. Und in dem Sinn, Events, die werden natürlich nicht sein dieses Jahr. Bevor wir vielleicht ein bisschen Alternativen ausloten können, was man das Jahr vielleicht anders könnte machen könnte, mal ein Grundgedanke, was ist überhaupt Advent? Also aus theologischer Sicht kurz zusammengefasst natürlich, was bedeutet Advent in der christlichen Kirche? Ja, also für mich oder auch im Christentum ist vor allem wichtig, dass Advent und Weihnacht nicht das Gleiche ist. Und das denke mich auch, dass das so in der letzten Zeit oder bei vielen Leuten, Familien auch ein bisschen verloren gegangen ist. Es ist schon, Weihnacht ist schon der ganze Advent durch. Es gibt Leute, die ihre Weihnachtsgutzli schon an der Weihnacht aufgegessen haben und sagen, jetzt habe ich schon genug von dem oder Weihnacht gar nicht mehr davon essen. Advent heisst eigentlich Ankunft und es hat ganz viel mit Warten zu tun. Und warten nicht in dem Sinne, immer auf dem Bahnhof warten, immer auf die Uhr schaut, kommt der Zug endlich und das langweilig findet, sondern es ist ein ganz aktives Warten, ein Erwarten, ein sich ausrichten auf etwas. Theologisch gesagt, erwarten, dass auch ganz konkret in unserem Alltag in dieser Welt Göttliches kann auf die Welt kommen, Göttliches sich kann zeigen. Und die ganze Adventszeit ist die Erwartung auf das. Und mich denkt jetzt dieses Jahr, wartet ja eigentlich alle. Es wartet alle darauf, dass die Pandemie endlich vorbei ist. Sturm könnte jetzt vom Inhaltlichen her vielleicht das ja der Advent auch intensiver werden. Mhm. Das wollte ich gerade sagen. Wir haben jetzt eigentlich genug Ruhe gehabt. Aber was könnte man denn? Sie haben es gesagt, die meisten Anlässe sind halt abgesagt, die Märkte, die Einzüge. Was gibt es für Chancen auf andere Arten, die Adventszeit ein bisschen feierlich zu begehen? Ja, ich glaube, es gibt viele Chancen. Die grosse Chance finde ich, dass man vielleicht einmal zuerst sich selber und dann auch innerhalb der Familie oder in der Wohngemeinschaft, wo man lebt, könnte überlegen, was macht es denn eigentlich für mich aus, der Advent? Was ist mir ganz wichtig? Auf was will ich nicht verzichten oder was will ich auch in dieser Zeit können feiern und dann miteinander wie neue Formen zu finden. Das finde ich auch die riesige Chance, weil ich glaube, man hat schon die Tendenz in dieser Zeit einfach immer das machen, was man jedes Jahr gemacht hat. Und ich finde es eigentlich sehr gut, sich das mal zu überlegen, will man das noch? All diese Anlässe.
und eben vielleicht Neues machen. Mal, mit, dass zwei Familien miteinander im Wald zum Beispiel gehen Advent feiern, dort einander Geschichten erzählen, dass man Lichter anzündet und die vielleicht auch herausstellt, dass man ein bisschen halt etwas von dem, dass man jetzt nur muss bei sich sein, halt auch mal ein bisschen rausleuchtet, nicht nur mit den elektrischen Lichtern, zum Beispiel immer mehr Lichter jeden Tag, dass man mehr Kontakt aufnimmt halt mit anderen Formen, mit Briefen schreiben und so weiter, telefonieren. Einfach solche Sachen intensiver macht auch in dieser Zeit. Es sind ja viele so Rituale, die man pflegt in dieser Zeit, die ja, zum Menschen gehören, die der Mensch braucht. Jetzt fällt das weg. Ja, wie gehen wir mit dem um? Ja, also das ist schlimm. Ich denke vor allem für kleine Kinder ist es schlimm. Oder ein Kind, das jetzt den Samichlaus dieses Jahr nicht kommt, sagen wir ein 6-7-jähriges Kind, für das ist ein Jahr ewig. Das hat das Gefühl, der Samichlaus kommt gar nicht mehr. Und das finde ich ganz wichtig, dass man dort irgendwo auch gleich vom Samichlaus redet, halt vielleicht Fotos anschaut, wie es letztes Jahr war, gleich in der Familie zusammensitzt, Kinder ihre Sprüche aufsagen, vielleicht halt die Eltern etwas sagen, was sie denken, was jetzt beim Samichlaus im Buch gestanden wäre. Es gibt auch kreative Ideen, dass man Zeichnungen machen kann und so weiter. Also gerade für Kinder finde ich es ganz wichtig, gleich relativ nah an diesen Ritual zu bleiben, weil das ihnen ganz viel Inhalt auch gibt und auch so eine Einteilung vom Leben, wo man sich darauf freut, dann kommt der Samichlaus, dann ist die Weihnacht, dann habe ich Geburtstag oder Kind brauchen das. Und darum denke ich, es mir sehr wichtig, gleich dran zu bleiben, aber vielleicht ein bisschen die Form zu ändern, aber nicht gar nichts machen. Mhm. Kind sind die eine Seite. Es gibt gerade in der Advents- und Weihnachtsseite die älteren Leute, einsame Menschen vielleicht, die das besonders schwer haben und jetzt eben vielleicht noch schwerer. Sie sind ja in der Seelsorge tätig. Wie kommt man an die Menschen? Wie kommen sie an so Leute hin, um sie doch ein bisschen zu stärken in diesen Zeiten? Es ist natürlich so, es gibt viele Menschen, glaube ich, wo es gut wäre, Kontakt mit ihnen zu haben. Zuerst ist es mal ganz wichtig, auch die Augen offen zu haben. Und nicht nur wir als Seelsorger und Seelsorgerinnen. Wir allein arbeiten das nicht jetzt in der Gemeinde, wo ich bin. Das wären Hunderte. Dass wir auch das weitergeben, haben zueinander zu sorgen. Dass wir die Botschaft mal weitergeben können, dass alle die Augen offen haben und gut erzählen, voneinander zu sorgen. Wichtig ist auch, sich zu überlegen, wenn mir zum Beispiel jemand einfällt und ich denke, wie geht es an deren oder diesem, dann probiere ich gerade den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und anzuläuten, weil das ist meistens ein guter Impuls, zu merken, aha, dort ist etwas. Und meistens, wenn mir einfach jemand so zufällt, muss ich an ihn denken und dann anrufen, kommt das sehr gut an, gibt das sehr ein gutes Gespräch. Und das mache ich jetzt in der letzten Zeit vor allem auch bei älteren Leuten. Was ich aber noch ganz wichtig finde, zu sagen, ich glaube, es ist auch wichtig, und die älteren Menschen haben sich ja gewehrt, so als Risikogruppe abgestempelt zu werden. Sie wollen nicht Risikogruppe sein, wo man sich jetzt so extrem um sie kümmern muss. Ich fände es gerade sehr spannend in dieser Zeit, die älteren Menschen auch als ganz interessante Gesprächspartner und Partnerinnen zu sehen, weil sie haben Erfahrungen damit, Advent und Weihnachten zu feiern in Krisenzeiten. Und sie könnten uns auch erzählen davon, wie sie es gemacht haben, in Zeiten, wo es eben schwierig war. Und ich denke, es gibt eine ganz spannende neue Formen auch daraus raus. Sie auch hier ganz ernst sind, als Expertinnen auch. Mhm. Haben Sie konkrete Beispiele oder wie man so alternative Ritual könnte viel eben vielleicht aus früheren Jahren wieder aufleben? Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Es wäre jetzt schön, gerade jemand Älterer zu fragen, was sicher ist, was sie immer wieder erzählen. Bei uns war es viel einfacher gewesen, noch nicht so konsumprägt. Und darum hat dann manchmal ganz ein kleines Geschenk, nur eine Orange auf die Weihnacht oder so, hat ihnen ganz viel bedeutet, oder? Eine Frucht, die sie vielleicht sonst nicht gehabt haben. Und ich glaube, sie könnten uns auch wieder ein bisschen die Einfachheit lernen oder das können warten, die Zunig Türen. Also, dass es eben nicht einfach offen war und der Weihnachtsbaum ist irgendwann einfach gekommen und hat man miteinander geschmückt oder nicht, sondern das Warten und so ein bisschen der Höhepunkt. Ich glaube, da davon hat man früher ein bisschen mehr mitbekommen. Und das ist ja durchaus auch in Corona-Zeiten wieder zu machen. Also, sämige Ritual, das noch ein bisschen spannender zu machen, auch innerhalb von der Familie oder von dem Kreis, wo man feiert. Sie sind in der Kirche tätig, in der Pfarrei im Hürntal, Pastoralraum Hürntal.
Da gibt es sicher auch logistische Probleme, ich dem so darf sagen. Also es darf nur noch beschränkte Anzahl Leute in die Kirche. Es gibt sonstige Vorschriften. Wie funktioniert das? Oder funktioniert es überhaupt? Machen die Leute mit oder kommt gar niemand mehr? Das wissen wir jetzt noch nicht so. Es ist ja noch nicht so lang. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Anmeldesystem. Man kann wie für das Kino oder das Theater Plätze reservieren, dass man sicher ist, dass man den Platz hat. Wir machen auch ganz andere Angebote, viel kleinere Angebote, auch jetzt schon in der Adventszeit. So Hoffnungsgeschichten, Hoffnungsmusik, einfach unter der Woche am Abend. Es gibt in der Kirche so einen Weg, wo man kann jederzeit reingehen, selber mit Engeln. Geschichten, die man schauen kann, selber Engel machen. Wir haben Postkarten gedruckt, die man einander verschicken kann. Einfach so, es braucht auch ganz neue Ideen. Aber das finde ich auch spannend. Ich glaube, da kann auch ganz Neues entstehen. Konkret in der Weihnachtsnacht werden wir einfach statt ein Mitternachtsgottesdienst dreimal ein Angebot machen, wo man auch reservieren kann. Dann sehen wir, ist es dreimal nötig oder nur zweimal. Einfach ganz einfach mit Musik und Text und dem gemeinsame Stille Nacht, dann halt nur das 50. gesungen. Weihnachten, Sie sprechen es an. Der Advent läuft ja auf die Weihnacht zu. Das dürfte das Jahr auch ein bisschen anders werden. Es ist ein grosses Fest der Familien, aber im Moment sind wir ja eben nicht in allzu grossen, nicht über Generationen weg zusammengekommen. Wie sehen Sie das Fest? Wie könnte man da vielleicht auch ein bisschen anders probieren zu zelebrieren das Jahr? Ich merke das jetzt ganz konkret an meiner Herkunftsfamilie, so als Beispiel. Dort ist es auch klar, wenn das mit dieser Personenregel bleibt, können wir nicht in dieser Zusammensetzung, die wir sonst immer am 25. gefeiert haben, das machen. Und ich merke aber, ich finde das eigentlich eine Chance, weil halt auch, ich bin schon älter und schon länger nicht mehr daheim, aber wenn alle immer zusammen sind, da gibt es so die Abläufe, die immer kommen und die gleichen Spiele zum Teil. Und mich tut es eigentlich noch ganz gut, wenn man sich mal überlegt, jetzt und die miteinander. Oder vielleicht eine Woche später, am Silvester, Neujahr, dann in einer anderen Zusammensetzung miteinander. Ich glaube auch, dass das auch eine Chance ist, einmal ein bisschen andere Gespräche zu haben. Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Haben Sie ein persönliches Ritual oder irgendetwas, was Sie während der Adventszeit besonders pflegen oder einfach für Sie wichtig ist? Für mich ist wichtig, in der Adventszeit, ich habe die Adventszeit sehr gerne, ich habe die Adventszeit fast lieber als die Weihnacht, das Kerzen anzünden, auch eben am Adventskranz nicht gerade alle vier aufs Mal, sondern nacheinander und auch einen Moment mehr Zeit zu nehmen. Ich habe einen Adventskalender, der heisst «Der andere Advent» mit guten Text. Ich habe auch einen Adventskalender mit Türli, habe ich Rüdig gern. Und ich habe mir vorgenommen, diesen Advent tue ich jeden Advent, jeden Tag jemandem anrufen. Das ist doch eine gute Idee, denke auch vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank, Katharina Josch, für das Gespräch. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es von unserem WB-Gespräch vom November. Wir sehen uns wieder, so hoffe ich, in einem Monat. Bis dann. Feiern Sie den Advent so, wie es Ihnen am wohlsten ist, wie Sie sich wohlfühlen und bleiben Sie gesund. Das WB-Gespräch von Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik.